Dich selber bei solchen Szenen zu sehen, ist komisch. Gerade es war auf jeden Fall meine erste, also unsere erste Sexszene jeweils. Die Liebesszenen sind natürlich wichtig, weil wir auch einfach sehr natürlich sind und es schwachsinnig wäre, da jetzt irgendwie so ein Tabu drüber zu legen. Aber ich finde, wir haben mit Regie und Kamera und auch mit Justus einen sehr ästhetischen Weg gefunden, um das darzustellen. Und es ist nichts, wofür ich mich jetzt schäme, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen unangenehm. Man bringt ja auch immer selber was irgendwie in die Rolle rein und das dann einfach auf der Leinwand zu sehen, war dann... Ist ein bisschen unbehaglich, aber ich habe es jetzt schon wieder und wieder gesehen. Das wird bei mir immer ein bisschen besser. So beim ersten Mal bin ich in meinem Sitz versunken, so ein bisschen. Aber ja. Meine Eltern waren tatsächlich bei der Premiere dabei. Und direkt vor ihnen saß meine Agentin und drehte sich dann zu ihnen um und meinte: Na, habt ihr die Masken bekommen für die Augen? Also, meine Mutter hat dann erstmal 2, 3 Tage gebraucht, das zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, nicht so leicht, seinen Sohn bei sowas zu sehen. Ja. Ja. Tatsächlich war diese Szene reine Choreografie. Dieses ganze Setting war total statisch, sehr durchgeplant. Justus wusste genau, wann er seine Hände wo zu haben hat. Und ich wusste genau, wie ich mich bewegen muss, wann wir uns drehen. Die Kamera wusste, wann sie bestimmte Körperregionen anschwenkt. Und ja, letztendlich war das ganz unspektakulär. Und unemotional. Und eher, wir waren sehr aufgeregt.